Gut, dann mache ich mir jetzt erstmal den Raw Handle daraus. Den muss ich umbrennen zu dem anderen Mist. Was mache ich denn hier jetzt? Der soll da rein, bitte. So. Warum macht das Sinn? Raw Handle. Refined Handle. Okay, den habe ich auch. Dann brauche ich jetzt... Ach, habe ich noch gar keinen Lapis Lazuli? Ach du Schreck. Hab ich den... Ah, hier habe ich ihn reingeknallt. Ich wusste doch, ich habe welchen gehabt. So, was brauche ich denn dafür jetzt? Redstone, Gold, Refined Handle. Okay. Force, Gold. Da haben wir es. Unten kommt der ran, oben kommt er hin. Und dann habe ich den Speed Handle. Dann habe ich den auch. Okay, als nächstes brauche ich das Wheel. Da will mein Tablet gerade irgendwas von mir. Okay, das war gerade egal. Der kann da wieder rein. Das heißt, ich muss jetzt erstmal das Wheel machen. Dazu brauche ich wieder Stöckerchen. So, dann habe ich das Wheel. Real Wheel haben wir jetzt hier. So, was haben wir jetzt hier noch? Ein Rad. Ich brauche Eisen, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich brauche nur noch zwei Eisen und Redstone, dann passt das. So, den hier hin, den Speed Handle meine ich dort. Ja, dann kommt das Wheel, zweimal Redstone und drauf das Graphical Interface. Und wenn ich jetzt Glück habe, dann passt das Ding gerade noch mit rein. Ja, er passt. Okay, ich habe ein Hull, ich habe ein Engine, ein Tool baue ich mir noch nicht ein, Attachments habe ich und ich habe Storage. So, das heißt, ich habe Internal Tank. Ja, Internal Storage würde ich da gerne noch mit einbauen. Oben hat er. Ja, der kann er schon mal kriegen. Chest Paints, okay, die mache ich mir so fertig. Und in der Mitte kommt ein Chest Lock, das ist Stein- und Eisenbahn. Dann kann ich mir das nämlich lieber so machen. Oh, was ich mir auch noch raufpacken könnte, wäre ein Railer. Kriege ich den hin? Eisenbarren, okay, ja, das würde passen. Ja, schon wieder Schienen gleich verlegen. Ja, durch einen Railer. Das funktioniert. Das Problem ist, dass du die nicht nur mittig verlegen kannst, ne? Nein. Nein? Nein. Wenn vorne das Loch schon ist, kannst du die legen, wo du willst. Wenn du natürlich das Loch erst machen musst und mit dem Drill, der dann vorne dran ist, dann hast du natürlich das Problem, dass du dann eben erst, ne, den Tunnel bohrst und dann legst du die Schienen automatisch in der Mitte, weil das Loch bohrst du ja drumrum. Ja. Jetzt weißt du, was ich hinaus will. Du willst jetzt alles auf einmal machen. Ich will das jetzt alles auf einmal machen. Ich reiß jetzt hier die Internal Tanks, reiß ich jetzt nochmal wieder raus. Ich will das Ding ja erstmal nur zur Fortbewegung haben. So, dann packe ich ihm hier Kohle rein und sage, assemble mir das Scheißding. Und dann legt er los. Hier können wir jetzt richtig schön sehen. Er braucht 14 Minuten, braucht er jetzt noch. Das dürfte in dieser Aufnahme gerade noch passieren. Also das heißt, in einer Viertelstunde kann ich das Ding hier abholen. Wenn ich genug Kohle drin habe, heißt das. Habe ich noch mehr Kohle? Habe ich hier noch irgendwo Kohle drin? Oh, hier habe ich noch Kohle. Das ist sehr gut. Dann packe ich hier erstmal einen Stack Kohle rein. Dann kann er hier nämlich fröhlich vor sich hin assemblen. Und ich werde zusehen, dass ich ihm hier noch was fertig mache. Und ja, das soll dann auch erstmal genügen. So, dann können wir nämlich gleich losgehen einmal und ja, uns dann mit unserem neuen Kart so ein bisschen fortbewegen. Nein? Wollen wir nicht? Ich stehe da voll drauf. Du Pfeife. Doch, komisch aus, aber ist so. Kann ich hier nochmal ein bisschen was wieder rausreißen hier? Vielleicht treffe ich ja noch auf Zinn hier, das wäre ja auch mal ganz nett. Ein Zinn. So, letzte Technikkeller beginnen. Technikkeller? So, die ganzen anderen. Ja, ja.
Ach ja, du baust ja neu. Du bist jetzt ja nicht mehr drüben bei Snoopy, du hast ja eigenes Gebäude. Richtig. Und in meinem Technikkeller ist irgendwie noch gar nichts. Eieiei. Doch, da kommt jetzt ein Kabel runter und da geht ein Rohr hoch für den Tank. Ah. Soweit sind wir schon. Für den Tank, für die Engines oder wofür? Ja, genau. Ach so. Na dann. Ich möchte alles, wie gesagt, alles zusammen unten in dem Technikkeller produzieren. Sei es Gearbody, sei es alles. Ja, das habe ich bei mir so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe einmal einen Technikkeller für normale Technik und dann habe ich quasi meine Energieerzeugung. Die habe ich so ein bisschen abgekoppelt. Weil ich da. Ja, der Motor selber steht ja wieder oben. Ach so, na dann. Der Motor und der Tank stehen oben und ich möchte gerne von hier unten den Tank fördern und vom Tank dann den Motor betreiben. Du alles mit. Irgendwann muss ich hier ja auch nochmal mit Dings durch, nachher. Ach, mit Dings? Ja klar, warum auch nicht? Ja, ich muss ja von der Baumfarm noch mit dem ME-Kabel runter. Ja? Das Lagersystem. Ja, musst du ja. Ja, und das Lagersystem muss auch da unten hin. So, hier baue ich mir jetzt nochmal ein Loch rein. Hier kommt nämlich ein Tank rein für das Teeröl. Was soll man bloß mit Teeröl machen? Brauche ich nicht mehr, Teeröl. Schienen bauen. Ja. Ja, ich habe das Problem, ich brauche jetzt hier relativ viel Koks. Für das Betreiben von meinem Kart eben. Das heißt, ich muss ja mit dem Teeröl irgendwo hin. Das ist eigentlich erstmal nur eine Notlösung. Ich muss noch einen breiter. Und einen höher möchte ich hier noch. So, wie breit mache ich den denn jetzt? 3? Oder 5? Doch, das ist Wasser-Engine bauen für den Motor. Ich glaube, ich mache den 5, mache ich den breit hier. Weil ich wirklich noch nicht weiß, was ich momentan mit dem Teeröl machen will. Ich kann ihn zwar nachher noch nehmen zum Heizen. Für meine Dings. Ja, die Dings eben, kennst du ja. Für die Verbrennungsmotoren. Anstatt Biodiesel kannst du da nämlich auch Teeröl reinknallen. Die Verbrennungsmotoren? Mhm. Ist nicht ganz so effektiv wie Biodiesel, aber wenn man zu viel Teeröl hat, kann man den da eben mal mit verheizen. Und das sagt er mir jetzt. Ja, kannst ja nie genug Teeröl herstellen, um das auf Dauer funktionieren zu lassen. Ja, aber ich hab drüben einen ganzen Tank voll Teeröl. Ja, hol ihn dir rüber mit dem Zug. Das ist ja gar nicht das Problem, aber... Mach ihn leer. Ja, von wegen meiner Energiekrise gestern hätte ich auch schnell Teeröl umpumpen können, einmal schnell oder nicht. Hättest du ja. Warum machst du das denn nicht? Hättest du aber gesagt. Ja, so, informieren. Mach ich auch immer. Ich guck, was kann man hier machen, was habe ich für Möglichkeiten und dann ignoriere ich das meistens. Tja, wollt's jetzt nicht sagen. So, dann haben wir hier erstmal ausgeschachtet für den Tank. Dann bin ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, ein tiefer kann ich auch noch gehen, dann habe ich einen größten 5x5 Tank, den man sich hier bauen kann. Das sollte denn hier erstmal lang fürs Teeröl. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Liter ich hier nachher noch habe, aber da wird bestimmt einiges zusammenkommen. So, da treffen wir auch erstmal alles raus. Ich muss mir jetzt gleich erstmal Tanks fertig machen. Dafür werde ich wahrscheinlich wieder hier. Bist du jetzt schon wieder eingepennt oder bist du noch da? Nein, ich bin da. Ja, ich frage ja nur. Bei dir weiß man ja nie. Mach dir keine Sorgen, ich bin da. Ja, das hast du letztes Mal auch gesagt. Vorletztes Mal. Naja, das eine Mal. Ich hab auch gesagt, mach dir keine Sorgen, ich bin da. Ja. Und dann lag er plötzlich und dann hat er ja die Buchstaben auf der Backe irgendwann. Oder nicht? Nee, so schlimm nicht. Kommt auch nicht. Zurückgelehnt im Stuhl, nicht vorne auf der Tastatur. Ach so, na dann. So, da wird jetzt mein Tank reinkommen. Dann muss ich hier nochmal die Dinger hier rausreißen hier oben. Sonst hätte ich hier womöglich noch geschrieben oder so. Ja. War aber schön nach der Aufnahme, wie ich dich dann wieder aufgeweckt habe, ne? Ja, schön. Also war das schon vorletztes Mal, habe ich auch festgestellt. Ja, das ist. So, warte mal, den hier lasse ich offen. Der muss weg. Dann will ich da nämlich mit Liquidukten hoch. Und ich muss den wegmachen. Da kommt mein Hebel hin. Okay, das heißt, ich brauche jetzt als erstes mal eine Christoph-Waltz-Maschine.
Eisenbahn, Werkbank, Kolben, alles nicht das Problem. Okay. Ich hab gedacht, wir haben ja drüben noch eine. Iron Dust nehmen wir hier noch weg. Ja, macht ja nichts. Ich brauch sowieso jetzt meine eigene. Ich werde da noch häufiger was mitbauen. Da will ich nicht immer hin und her rennen müssen. So, das kann raus hier. Baue ich nur noch einen Lavatank fertig? Das wäre auch noch eine Idee. Ja, ich glaube, einen Lavatank baue ich mal auch noch fertig. Der kommt dann hier irgendwo auf die andere Seite. Das ist überhaupt die Idee. Ich baue mir noch eine Lava-Produktion auf. So. 0,00. Das heißt, dass ich jetzt erstmal... Oh, erste Nachricht. Ich kriege jetzt Bescheid, weil ich los muss. Ach du Schreck. Nee, alles nicht so schlimm. Ach so, nicht von der Feuerwehr oder was? Nachher für, aber... Ach so, ach da, ja, hier Weihnachtsfeier, Feuerwehr, ne? Das ist ja... Ja, aber es hat was anderes zu tun. Ach so. Wir haben noch was vor heute. Kurze Geschichte. Ach, kurze Geschichte. Was denn so? Sagt er nichts mehr. Nö. Walzmaschine. Ja, ich muss hin. Ich komm gleich wieder, ich muss mal telefonieren. Okay, mach mal. Bis gleich. Juhu. Der will ich aber mal stumm machen. Ne? Stone Road. Okay, dann brauche ich jetzt Holz. Die kommt dahin und dann brauche ich wieder Eisen. Und ich brauche Redstone. 1, 2, 3, 4 Kolben brauche ich da erstmal. Dann brauche ich eine Workbench. Und ich brauche Eisen drumrum. Okay, das heißt, der kommt nach hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schon habe ich meine Walzmaschine. So. Wo setze ich die denn jetzt noch am kostengünstigsten hin? Ich würde sagen... Da. So, die werden wir jetzt aber erstmal nochmal wieder abschalten eben hier. Die zieht sich jetzt nämlich ansonsten Energie und braucht ständig was. Da machen wir uns jetzt erstmal ordentlich was fertig. Das machen wir so. Ach, die hat hier unten noch, da kriegt sie noch Saft hier gerade. Müssen wir auch eben abschalten. Ja, da geht es jetzt nämlich runter. Ich möchte das nämlich hier drüber geregelt haben. Und dann machen wir uns jetzt erstmal Eisenplatten fertig. Die werden wir erstmal brauchen. Eisenplatten, da konnte man doch noch irgendwas anderes mitmachen. Was ging denn da noch? Irgendwas konnte man aus Eisenplatten noch machen. Fragt mich jetzt aber nicht mehr was. Was sind das hier eigentlich für schicke Schuhe? Stiefel des Reisenden. Eisentankwand. Ach, die Dampfmaschine ging da noch drüber. Siehst du, ich wusste doch, irgendwas war da. Und die Niederdruckkesselplatten, die müssen wir später auch noch haben. So, der ist hier fröhlich am Produzieren. Warum produziert er jetzt nicht mehr? Ach so, weil er kein Eisen mehr hat. Das heißt, ich schalte den Blödsinn erstmal wieder ab und nehme die erstmal raus. Dann produziert er den hier eben noch schnell weiter. Schalte nochmal wieder ein. Und aus. So, dann haben wir die Eisenplatten. Daraus machen wir uns jetzt nämlich richtig schöne Eisentankwände. So, die machen wir mal eben so. Da werden wir noch lange nicht mit auskommen. Oh, ich muss erstmal wieder was essen, sehe ich hier gerade. So, und dann machen wir uns jetzt erstmal die Decke fertig. Das ist hier jetzt ein bisschen komplizierter. Muss ich jedes Mal hochspringen, weil ansonsten die Blöcke leider nicht gesetzt werden können. Das ist genau eins zu hoch dafür. Ich darf auch hier nicht die Decke, dann werden sie auch nicht gesetzt, sondern ich muss wirklich die Wände erwischen. Dann komme ich dann nämlich auf die Höhe, wo ich hin will. Das ist aber nur in der obersten Lage, deswegen geht das noch gerade. So, dann haben wir das.